Digitalisierung ist ein Megathema überall, das wissen wir, natürlich auch im Gesundheitsbereich und in Versorgungsfragen häufig im Fokus. Und ich finde gut, dass Sie sich heute vor allen Dingen auch den Fragen widmen der Prävention und der betrieblichen Gesundheitsförderung oder Gesundheitsförderung allgemein in diesem Kontext. Wichtiger Bereich, zukunftsträchtiger Bereich. Und wenn wir daran denken, was Frau Kickbusch, unsere große Vordenkerin im Bereich von Gesundheitsförderung und Prävention, uns gerade mit auf den Weg gibt, nämlich diese Idee, dass die digitale Welt fast sowas wie eine weitere Lebenswelt geworden ist, macht es noch mehr Sinn, sich mit der Frage zu beschäftigen, was können wir als Gesundheitsförderer oder Expertinnen und Experten für Prävention in diesem Feld möglicherweise sinnvolles Neues implementieren. Wie können wir besser verstehen, was die Digitalisierung uns da bedeuten kann? Parallel dazu haben wir natürlich wahnsinnigen medientechnologischen Wandel. In den 90er Jahren, da hat noch keiner WhatsApp und SMS geschrieben und da hatten wir auch kein Smartphone, was wir mit hätten ins Bett nehmen können, um dann noch spät abends zu texten oder uns mal eben zu tracken und zu gucken, wie viele Schritte wir heute schon gegangen sind. Da ist also alles in einer unfassbaren Dynamik, will ich mal sagen, schneller als man hinterher forschen kann. Das Informationsverhalten interaktiver, dynamischer, mobiler, ausdifferenzierter und sehr viel individualisierter geworden ist. Ich muss Sie warnen, Gesundheits-Apps ist ein Fass ohne Boden. Brauchen wir denn mittlerweile eine App, die uns sagt, wie wir uns die Zähne putzen sollen? Brauchen wir eine App, die uns sagt, was letztlich unser Baby hat, wenn es schreit, gibt es einen Baby-Translator und so weiter. Also das ist gesellschaftlich schon ein bisschen kritisch. Ist so, dass viele Apps einfach nur downgeloadet werden und entsprechend wieder gelöscht werden. 52% der Apps werden allein innerhalb von einem Monat gelöscht und ein Drittel der Gesundheits-Apps nach ein paar Wochen nicht mehr genutzt. Das sind die Studien, die ich zu dem Thema finden kann. Es ist also nicht mehr so, dass wir dieses Bild aufrechterhalten können, dass der Spieler selbst ein jugendlicher Nerd ist, der im verdunkelten Zimmer bei einer Pizza vielleicht irgendetwas spielt. Ich glaube, dieses Bild ist nicht mehr ganz aufrecht zu erhalten. Spielen ist doch schon sehr stark in unserer gesellschaftlichen Mitte angekommen. Mittlerweile ist die Welt relativ bunt und voll von CBS Games und Games for Health. Hier ein Review aus dem Jahr 2018. Da konnten die 1743 Games for Health identifizieren. Deutschland ist da nicht sehr stark vertreten mit 2,8%. Games sind nicht nur etwas für die Verhaltensprävention, sondern sie können durchaus auch interessant sein für die Verhaltensprävention. Verhaltensbezogene Spiele können quasi ein Türöffner sein, müssen aber erweitert werden um verhaltensbezogene Maßnahmen. Oder wir müssen noch viel besser eher verhältnisbezogene Spielanwendungen entwickeln. Datenschutz, Patientenschutz ist immer wieder Thema, das zog sich durch. Und was mir hängen geblieben ist, ist, es ist Segen und Fluch. Also alles. Jede Sache hat immer zwei Seiten, jede Sache. Und wir müssen immer beide durchleuchten. Die Chancen liegen darin, dass man eben zeit- und ortsunabhängig auf diese Dinge zugreifen kann und unterstützt werden kann. Also, und das ist eben auf jeden Fall eine ganz spannende Anwendung, irgendwie vernetzt zu sein, nicht nur in Nachbarschaften, real Haus zu Haus oder auf dem Arbeitsplatz, sondern irgendwie mit Leuten in Kanada, die am ähnlichen Problem sind oder irgendwo sonst. Ich glaube, die Chancen der Digitalisierung besteht darin, die Menschen sehr viel selbstbewusster zu machen und selbstverantwortlicher zu machen im Hinblick
auf ihre Gesundheit, auf ihre Gesundheitskompetenz. Da können digitale Medien ein guter Ansatz sein. Die Chancen liegen daran, dass wir möglicherweise Zielgruppen erreichen können, die wir bislang nicht erreicht haben. Wir haben ein Präventionsdilemma, das heißt, wir erreichen nicht die vulnerablen Zielgruppen. Und digitale Medien eignen sich, insbesondere dann, wenn sie allen verfügbar sind, dass wir gesundheitsbezogene Informationen vielleicht stärker an die Zielgruppen heranbringen können, die wir bislang nicht erreichen. Also ich glaube, mit den digitalen Sachen kann man einfach noch ganz viele Leute erreichen, wo man es bisher eben nicht schafft. Und gerade vielleicht auch junge Zielgruppen. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großes Potenzial auch einfach noch da. Dass man diejenigen, die man erreichen möchte, die vielleicht nicht intensive Online-Nutzerinnen und Nutzer sind, die nicht aktiv nach Informationen suchen, denn das ist der Knackpunkt, die erreicht man halt übers Netz nicht. Man kann noch so schöne und gute digitale Angebote bereitstellen, wenn die Leute sie nicht aktiv suchen, dann werden sie auch nicht erreicht. Das heißt, das Risiko sehe ich darin, dass diejenigen abgehängt werden und die digitale und die gesundheitliche Kluft noch weiter wachsen kann, wenn wir alles ins Netz verlagern. Heute auf der Veranstaltung stand für mich eher der Punkt Prävention 4.0 im Fokus. Und da habe ich so ein bisschen ehrlich gesagt Bedenken, dass wir uns stark von der Gesundheitsförderung lösen und viel stärker in Richtung Patientenorientierung und präventive und krankheitsbezogene Angebote machen. In die Frage, mit welchen Menschenbildern gehen die Leute, die Angebote machen, ins Netz. Und wenn das zu instrumentell ist, also wenn man irgendwie nur Botschaftsempfänger denkt und dann irgendwas im Netz macht, dann ist man auf jeden Fall auf der falschen Linie und instrumentalisiert Menschen. Die Risiken sind sehr vielfältig. Einerseits denke ich, dass damit natürlich auch mit zunehmender Nutzung auch die Gefahr steigt, dass wir uns zu sehr in solchen digitalen Medien verlieren. Wir sehen Studien mit zunehmenden Abhängigkeitszahlen. Und zum anderen denke ich, dass die Gefahr darin besteht, dass wir eine zunehmende Normierung auch durch digitale Medien eingehen könnten. Das heißt, wir sehen das am Beispiel der Quantify-Self-Bewegung. Das heißt, wir vermessen uns selbst und verlassen uns nicht mehr auf unser eigenes körperliches Gefühl. Noch individueller, als es schon heute ist, noch interaktiver und tatsächlich in der Interaktion mit medizinischen Versorgern. Weil ich glaube, das ist das, was der nächste Schritt wäre und da sind wir noch lange nicht angekommen. Wichtig ist, glaube ich, nach wie vor, unabhängig von Technik, Digitalisierung und so weiter, dass natürlich die Menschen im Mittelpunkt stehen müssen. Also es macht jetzt keinen Sinn, das Thema insofern weiterzuentwickeln, dass auf einmal die Technik bestimmend ist, sondern ich glaube, die Bedürfnisse und das, was die Menschen eigentlich benötigen, das muss die Technik liefern, ansonsten ist sie dafür nicht geeignet. Es freut mich total, dass wir auch hier in Niedersachsen im Thema Digitalisierung sehr viel offener werden, sehr viel mehr uns der Frage widmen, wie können wir die Digitalisierung konstruktiv für die Gesundheitsförderung, für die Gesundheitsversorgung nutzen. Besonders gefallen hat mir zum Beispiel auch der Hinweis, heute nochmal zu gucken, dass man auch mit digitalen Medien, spielerischen Medien vielleicht auch Jugendliche nochmal anders erreicht, auch Sozialräume und die Ressourcen in Sozialräumen anders zu erkunden. Solche Ansätze finde ich durchaus interessant und es wert, auch nochmal stärker darauf hin, das auszurichten. Wichtig ist mir auf alle Fälle, dass man natürlich auch die Nutzerinnen und Nutzer stärker mit einbezieht und auch gleich mit ihnen das gemeinsam entwickelt und guckt, ist das wirklich eigentlich in ihre Richtung oder geht es doch nur wieder in Richtung Ökonomisierung von Gesundheit? Von anderen Disziplinen lernen. Ich glaube, die Gesundheitsförderung und Präventionsszene tut gut daran, sich aus anderen Branchen, in anderen Bereichen umzuschauen, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und gerade wenn es um Technologie geht oder auch ethische Diskussionen, einfach in Bereichen unterwegs zu sein, wo schon wesentlich mehr passiert, wo auch die Expertinnen und Experten sitzen, die mit Technologien und mit vielleicht mit neuen Methoden, auch mit neuen Ansätzen und neuen Denkweisen, Ideen für den Fortschritt der Gesundheitsförderung, Prävention und die digitalen Herausforderungen bringen.